Es gibt eine Mode, dass Menschen denken, sie haben ein schlechtes Glück und so, sie wollen den Namen ändern, das ist eine einfache Sache zu machen. Eigentlich, wir wissen, dass der Arizal schreibt, dass der Name, was der Mensch hat, was er bekommen von seinen Eltern nach dem Geburt, ist etwas heilig, da dem Eltern bekommen wie eine Nevoa, wie eine Prophezeiung zum Geben diesen Namen. Deshalb, einfach soll man nicht ändern den Namen, nur wegen einem wichtigen Grund, jemand ist sehr krank, soll man ändern oder ergänzen einen Namen. Wenn jemand aber hat einen Namen, was nicht jüdische Namen, bedeutet das nicht Namen, was wird gebracht normalerweise bei Juden, das besser soll er gehen zu dem Synagoge oder jemand beauftragen, soll er für ihm einen neuen Namen geben in dem Sefer Torah, mit dem Sefer Torah und sagt mir zusammen ein spezielles Gebet, Mishe Berach. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man auch nutzen, diese neuen Namen, diese jüdischen Namen. Manche schreiben, das ist auch sehr wichtig, dass auch in dem Urkunden soll er das schreiben.